Würde ich auch mal gerne gucken, aber dann müssten die jetzt erstmal wieder weg. Wo habe ich denn hier noch Platz, wo ich den ganzen Mist mal hinlegen kann? Nirgendwo, ne? Hier oben muss ich mir ja auch noch Gedanken um die Holzproduktion machen. Wir vergrößern, glaube ich, erstmal wieder. Ich habe noch keinen Ansatz. Können wir hier mal weg angreifen? Mach mal weg hier. Die werden jetzt völlig, ne? Weißt du, jetzt kommt so das Alarmsignal, das Horn. Das Horn von... Ihr weißt schon, wisst schon, ne? Gondor war es, glaube ich, ne? So. Wir schaffen Platz. Und dann können wir hier auch einen Turm hinbauen. Damit wir auch mal wieder gucken können, was hier hinten so los ist. Weißt du? Also die Fläche bietet sich natürlich an. Das hier ist nicht so gut, weil ich hier nicht sortenreine Bäume drauf bauen kann. Aber wir sollten auf jeden Fall noch eine Baumschule zwei Baumschulen ja ne? Und die hätten wir noch eins hier hochbauen können. Dann hätten wir hier wenigstens noch einen Durchgang gehabt. Oder muss ich die zwei wieder abreißen? Habe ich keine Lust. Aber die laufen ja eh querfeldein. Also insofern. Jetzt müsste aber vom Holz her so langsam mal genug sein. Ich will das Holz nicht einsetzen, weil dann haben wir gar kein Bauholz mehr. Wir wissen ja nicht, wie die Maschine hier wegfrisst. Und wäre schlecht, wenn wir nichts mehr hätten, wa? Wie sieht es denn mit dem Geld aus? Naja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Alles klar. So. Jetzt sollte das von den Wegen etwas angenehmer sein. Wir haben immer noch... wir müssen noch mindestens zwei Häuser bauen. Ein Haus und... Können wir da nicht? So. Ist nicht das Schönste hier, aber ist auch nicht zusammenhängend. Aber wobei auf der anderen Seite, das kann man ja hier, habe ich ja sowieso schon einen Gang geplant. Also das geht schon, ne? So. Wir brauchen halt für das Stück hier immer noch Transport. Aber der Vorteil ist, nicht mehr so weite Strecken. Sondern wenn hier Holz ist, dann müssen die eben mal eben zappapapapap und dann sind die wieder frei. Das wird auf Dauer natürlich schon stören, aber... Das, was wir jetzt sozusagen austesten hier mit diesen Maschinen, wissen wir ja auf der nächsten Insel. Dann wissen wir eben, okay, wir müssen 4 oder 5 oder 6 Baumfarmen haben, um das hier mit 3 Schmelzöfen zum Beispiel
zu verarbeiten. So, die haut noch die Genode da ab. Soll langsam ans Eisenschmelzen kommen, ne? Ja, also die Frage ist jetzt, wie macht man es? Man sollte auf jeden Fall genug Platz lassen. Und ich wollte eigentlich hier, weißt du, machst du Depot. Die Depots nebeneinander. Das sollte ja eigentlich gehen, ne? Unten hast du noch einen Weg, das ist okay. Also das hier... Warte, damit ich es mir nochmal vorstellen kann. Das war also noch ein Zwei erweitern. So. Und hier müssen wir... So. Dann müssen wir anfangen, mit diesen Insertern zu arbeiten. Also wir haben ein Depot. Die werden händisch beladen. Mit Erzen. Und dann müssen wir ja auch überlegen, hier irgendwo einen Ausgang hin. So. Ich mache das jetzt mal auf Pause, weil ich muss ja auch noch irgendwo so einen Ausgang hinklöppeln. Und wir müssen ja die Versorgung hier mit dem Zeug. Kann man Fließbänder hochbauen? Wo ist denn das Fließband? Drücke wechseln. Was denn wechseln? Jemand, was die Taste wechseln ist? Die habe ich noch nie mehr im Leben gehört. Nein. Muss ja auch aufpassen, weil so gewisse Tasten haben ja auch Funktionen hier. Könnt ihr mal abhauen, bitte? Das müsste ich jetzt mal eben nachgucken, weil wenn du natürlich Fließbänder hochbauen kannst, ne, das wäre... Konnte man Fließbänder hochbauen? Ach Kinder, was ist denn schon wieder? Wir haben sieben. Wieso haben wir 57 Kolonisten? Wo kommen die denn alle her, verdammte Axt? Unglaublich. Keiner braucht 57 Kolonisten. Also wir schon, aber. Jetzt müsste es aber reichen. Drücke drehen zum Ausrichten. Drücke wechseln zum Umschalten zwischen unterer und oberer Ebene. Wechseln, mittlere Maustaste oder V. V. Dann. Damit ist das Problem ja auch gelöst, ne? Ist ja logisch.
Das heißt, wir haben dann sozusagen so, wie könnte man das jetzt bauen? So und einknicken. So, ne? Das heißt, wir hätten dann... Habe ich nicht auf Pause geklickt? War da nicht irgendwas? Ja, ne? Also wir hätten sozusagen hier ein Fließband. Dass die Holzkohle... Ja, das ist das. Ich bin immer geneigt, das zu drehen, weißt du? Ja, wir brauchen mehr Fließbandteile. Alles klar. Fließband. Jetzt brauchen wir richtig Fließbandteile. Das heißt, wir machen hier einen Inserter hin, der aber in die Richtung entlädt. So, damit die blöden Viecher jetzt mal endlich hier von meiner Baustelle verschwinden. Das ist schön, dass du das so tust. Lassen wir sie mal wandern. Das heißt, hier müssen dann immer die langen dran, ne? Ich finde das immer blöd, wenn Sachen schon aufgelegt werden. Du musst das ja entwickeln, ne? So Schritt für Schritt entwickeln und ich muss das auch wieder abreißen. Bin ich mir felsenfest sicher. Weil ich baue zum Beispiel hier jetzt einen Inserter hin, ne? Der soll in die Richtung rausgehen. Weil hier ist ja 1, 2 die Mitte von dem ersten Lager. Das können wir generell mal machen. Wir machen immer in der Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. So, das sind die Inserter für die Lager. Die sind immer in der Mitte. Das kriegen wir hin. So. Und dann muss jetzt hier ein Fließband kommen. Ja? Und das Fließband müsste eigentlich eins hoch sein. Das heißt, das muss ich jetzt abreißen. Mir also erstmal Gedanken machen, wie das geht. Und wenn ich dann hier so einen Hochofen hinsetze, der hat hoffentlich ich weiß nicht, ob jetzt egal ist, wo was reingeht oder nicht. Ist alles wieder sehr eng gebaut und es fällt mir schon total. Aber ich weiß eben nicht, wie dieser Schmelzofen aussieht. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der schon wieder falsch gebaut ist. Ja, ist er. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön.
normaler Inserter und dann brauchen wir hier natürlich noch einen Inserter lang, der vom zweiten Fließband greift. Das wird ganz schön angezeigt, das ist okay.